Servus Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Command & Conquer Tiberium Sun. Es dürfte der fünfte und sechste Part jetzt sein, dann. Rein theoretisch, wenn das jetzt hier. Keine Ahnung, ist auch egal. Be advised, the Brotherhood will attempt to destroy the impact site. GDI reinforcements are en route. Protect the site until they arrive. Was nochmal? Sorry. Be advised, the Brotherhood will attempt to destroy the impact site. GDI reinforcements are en route. Protect the site until they arrive. Irgendwas muss man beschützen, bis die... Ah, okay. Okay. Ich habe nur am Anfang nicht wirklich das mitgekriegt. Man kann ja nicht mehr hochscrollen und das ist schon mal ziemlich nervig. Und jetzt passiert das... Boah, ist das laut. Jetzt passiert nämlich das, was ich befürchtet habe. Und zwar, ja. Dass wir verteidigen müssen. Und das ist nicht so einfach. Können wir da irgendwie rausgehen und die schon... Ah, okay. Alter, was geht da ab? What the fuck? Ionensturm. Der hat unsere Verstärkung zerstört. Nein! Man geht nicht auf den Sack hier. Geht man da nach unten? Alter, das muss ich dann nicht hier aushalten, oder? Das zerstört dich so oder so. Komm schon. Bewegt euch. Ah, Geld. Hopp, zack. Nicht lang rumwarten. Ganz ehrlich, was... Wie schlecht ist schon... Wo ist eigentlich meine Basis? Da links war meine Basis. Das ist ja kein... wow. Das ist ja kein Spin-off oder wie man das nennt. Ne? Also, ich war ja schon hier. Scheiße. Los, schnell hoch da. Komm. Komm. Komm schon. Komm bitte. Ja, das muss jetzt reichen. Sehr schön. Richtig knapp, aber es hat... Oh Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Dass sie da einfach alles zerstören wollen. So, jetzt habe ich meine Ruhe hier. Meine Güte. Wow, wow, wow. Ah, super, da geht's gerade weiter. Komm, hier, da. Alter, Alter, jetzt geht's ab. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Mann, kommt mal runter da. Ist doch kein Witz hier. Ist kein Kaffeekränzchen. Ich verliere einfach alles. Ich brauche unbedingt so eine... Ich weiß nicht, Leute, das ist ja mega am Arsch. Was ist denn da passiert? Alter, und die laufen ja einfach mit. Ich brauche so ein Radarlaster. Keine Ahnung, wie man das nennt. Da erkenne ich dann immer, wenn so Bohrer hier ankommen und irgendwelche Einheiten ablassen wollen. Wie lange muss ich denn noch warten nach da oben? 4 Minuten. Ja, das halte ich ja gerade aus. Ja, die eine Hälfte da, die andere da. Nein! Parieren! Affirmative. Komm, hopp! Alle flippen sie aus wegen so einem UFO. Mein Gott, ey, ich will hier alles verkaufen. Da will ich es doch nur reparieren. Ja, ich hab's mir schwieriger vorgestellt. Aber es sind ja noch die ersten Missionen, von daher geht das ja alles noch. Ich muss auch sagen, als ich das zum letzten Mal gespielt habe, war ich vielleicht 12, 13 Jahre alt, wenn überhaupt. Da hat man nicht so viel Plan. Oftmals.
Da ist nur noch so ein kleiner Idiot. Mein Gott, jetzt kommen die da schon wieder an. Jetzt geht mal dahin. Muss doch wohl möglich sein, von da unten hochzuballern. Okay, scheiß drauf. Tschüss. Ich brauch kein Radar. Der Ionenstunde hat ohnehin das Radar so unbrauchbar gemacht. Boah, ich frag mich immer, was passieren würde, wenn so ein Blitz genau hier einschlägt. Dann würde doch alles töten. Naja, realistisch gesehen ja ich nicht, aber so wie das aussieht schon. One minute remaining. The time is running out. The Soviets are coming. Hopp, komm. Hier. Die Bruderschaft. Kommt an. Jetzt kommst du mit der Kavallerie. Holy moly. Du meinst jetzt nochmal richtig angeben. Das können wir auch spätestens, wenn sie... Oh! Jetzt sollte eigentlich wieder das Radar da sein, aber irgendwie... Alter, Alter, Alter. Hopp, hier. Alter, der tötet ja alles. Also wenn jetzt nicht gleich hier, weiß ich nicht, was ankommt. Na gut. Was ist jetzt schon? Gut, jetzt habe ich halt doch kein Radar mehr, aber ich denke, das war jetzt nicht so wichtig. Tja, die kommen ein bisschen zu spät. Denn ihre Kameraden sind schon alle tot. Vor allem, warum schießen die auf das Schiff? Die wollen es doch selber haben. Oder haben die den Tacitus schon geborgen? Mission accomplished. War ja auch so schwer. Tja. So schnell kann es gehen. 49. Guck mal da. Ich musste die Mission nochmal wiederholen, weil ich habe vergessen zu speichern kurz am Ende. Und da, ihr wisst ihr, man kann ja einfach dann die Mission auswählen. Da steht es 101%. Das habe ich aber auch nur geschafft, weil ich gleich auf Full Speed alles gebaut habe. Recording the whole thing, sir. Looks like Vegas boys cleaned it out. Bad for a blunt. Mutant Shiner. My name's Umagon and you better use it. Unless you want your head cut off. I don't. I can help you. I can help you find Vega. Vega? The Brotherhood holds our leader, Tratus, in a highly secured medical colony south of here. We don't have the resources to break him out without you. But you can't find Vega without us. Why should I trust you? Unlike you blunts, the Forgotten are a people of honor. I have pinpointed the location of the Nod prison camp. An array of sensor towers has been installed around the perimeter. If we don't take that array out first, they'll know we're coming. Tratus will be killed. Ava, give us an approach assessment. Jetzt müssen wir auch noch den Mutanten helfen, weil die wissen, wo Vegas ist. Und die wollen natürlich erst was, das wir tun, damit die uns Vegas liefern sozusagen. Na super. Wir hören uns wieder beides an. Dann entscheiden wir. Also dann entscheide ich. A sensor net protects the valley where Tratus is being held. To facilitate his rescue, we must disable the array that controls this highly sensitive net.
Once down, it will be much easier to get Tratos out of the valley. Tratos is being held in a hospital prison facility with... Okay, wir machen erst das da, weil das da hilft wieder der Mission. Und wenn ich die machen würde, könnte ich die nochmal machen und deswegen, wir wollen ja jede machen, ne? Also, außerdem ist ja dann die leichter. Also die unter... Ja gut, ihr wisst ja, was ich meine. Ach nee, oh. Was sind diese... Warte, ich will nur kurz speichern. Achso, ich habe vorhin gar nicht gespeichert. Ja. War ja nicht nötig. Bei der kleinen Mission. You got it. Out and clear. Komm schon. Ich mag solche Missionen nicht, weil die sind unendlich schwierig. Unendlich schwierig. Und das meine ich wirklich. Das Problem ist eigentlich immer nämlich, dass sobald man irgendeine wichtige Einheit verliert, direkt verkackt hat eigentlich. Und das ist halt nicht so schön. Da muss ich öfter speichern. Wahrscheinlich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir müssen ja alle ausschalten, alle Teile, bevor wir hier hin können wahrscheinlich. Die Maschinen brauche ich noch für später, das ist... Oh shit. Oh, 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 weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Die mutanten Wildschweine. Und den legt man sich besser nicht an. Das sind nämlich nicht zu unterschätzen. Ist ja schön, dass sie jetzt alles spotten. Rennt durch den Wald, der nicht vorhanden ist. Rennt, kleine Schweinchen, rennt. Wie heißen die? Wie heißen die Teile? Spearen. Was fein. Fiend. Egal, sie töten. Oh, das ist das Einzige, was man wissen muss. Was war's jetzt, kleiner Mann? Ist ja gut. Ja, okay. Ich habe mir übertrieben mit unendlich schwierig, aber irgendwie hatte ich das so in Erinnerung. Ich habe oftmals immer was Falsches in Erinnerung. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch einfach nur auf schwierig gespielt, ich weiß es auch nicht mehr. Ach, das Schwein lebt immer noch. Ist ja abartig. Ah ja. Moving out. Moving out. Orders received. Oh. Ach komm ey, was hau ich da ab? Solange der Medic überlebt, ist eh alles im Lot. Das ist wie so ein Cheater, der Medic. Der tut einfach die ganzen Einheiten nur heilen. Ich weiß gar nicht, ob man zwei von denen haben kann, weil ich denke immer, das wäre so OP, aber man muss es ja auch so sehen, die Mission ist ja darauf ausgelegt, dass man das schafft. Also, ich meine, Multiplayer würde das einem nur wenig bringen, zwei Medics. Ich meine, klar, man kann dann sich immer gegenseitig heilen, aber komm schon, da kommt ein Panzer und überläuft ihn einfach. Oh, ey, Competitive Fuse 2 müsste ich eigentlich auch, da hätte ich richtig Bock, das aufzunehmen. Das ist so ein Zweiter Weltkrieg-Strategiespiel, ist halt auch ziemlich cool. Ist auch sehr realistisch aufgebaut.
Und da gibt es halt auch solche Missionen, die auch ziemlich cool sind halt. Cool, cool, cool immer. Aber wie gesagt, müssen wir mal schauen. Ich werde eigentlich erst Command & Conquer komplett durchmachen. Jeder, fast jeden Teil da. Bis auf die allerersten. Oh Gott, ey, ich sollte mal meine Maschinen mitnehmen. Meine Kampfroboter. Weil die ersten Teile, also die kann man sich echt nicht antun. Also, das ist dann wirklich ein bisschen zu weit entfernt. Da waren ja noch die Computerspiele in den Kinderschuhen. Das ist ja hier schon teilweise ziemlich ausgemerzt. Da. Sollten wir packen. Ach so, ja, gut. Komm. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, mach das noch kurz kaputt, bitte. Gut, wenn nur die paar da nach unten kommen, ist das eigentlich egal. Wäre halt scheiße, wenn es die ganzen Leute da kommen würden. Also zu den Kampfrobotern. Neue Einheiten. Ha ja. Easy going hier. Oh, diese Cyborgs immer, ey. Halb Mensch, halb Roboter. Also das mit den Granaten, also, oder, ja, mit den Granaten finde ich mal witzig, mit den Tellergranaten da. Zack. So, ich speichere mal. Das kann ich noch unter dem ersten speichern, weil es noch so früh ist eigentlich. Da müssten wir noch nicht wirklich speichern. Naja, läuft. Wenn man halt weiß, was man dann machen muss, wenn was auftaucht. Wäre jetzt zwar ziemlich scheiße gewesen, hätte ich da voll die Wildschweine abbekommen. Weil ich denke mal, die hätten mich schon angegriffen. Die sind da ziemlich radikal, die Teile. Die kennen da keine Verbündeten. Oder, ja. Die kennen da halt keine... Oh shit. Komm. Oh, immer diese Hinterhalte von Notz, das sind richtig hinterlistig. Mich nervt es halt immer am meisten, wenn es die Kampfroboter erwischt. Ja, die kann ich halt nicht heilen. Also zumindest nicht in der Mission hier. Und wo ist jetzt wieder ein Feind, der mich die ganze Zeit beschießt? Oder was geht hier ab? Oh Gott. Ich laufe mal durch, aber ich denke mal nur die normalen Menschen dürfen da durchlaufen. Ja, genau. Boah, ey. Wo ist denn der? Komm. So, jetzt. Aha. Der erklärt noch eine Basis. Oh nein! Jetzt hätte ich fast meinen eigenen Doktor gekillt, ey. Oh oh. Mein Gott, ist nur der eine. Schon wieder neue Einheiten, ohne dass ich es mitbekomme. Ah, ein Medic. Ein Medic! You got it! So, jetzt mal den letzten Platt und dann können wir hoffentlich endlich nach Hause gehen. Ach, ich riskier's mal so. Will der jetzt nicht 100 Jahre warten? Yeah, you got it.
You got it. Waiting orders. You got it. Yeah. Moving out. Orders. You got it. I'm on it. Ich denke mal, das packen wir so jetzt. Wir haben so viele Einheiten. Oh Gott, nee. Ah, mal schauen. Oh Gott. Ah nee, ich dachte schon, es ist ein Arty. Schön vorbeilaufen. Als ob da oben nichts wäre. Nein! Ich will die Einser. Der Rest ist jetzt erstmal egal.